Herzlich willkommen zur 7. Folge von PowerPoint TV. Mein Name ist Axel Becker. Ich heiße Dieter Schieke. Schwerpunkt dieser Sendung: Typografie und Schriften in Präsentationen. Ein Lieblingsthema von Axel. Sponsoren der heutigen Sendung sind PowerPoint Aktuell, die Monatszeitschrift rund ums Thema PowerPoint, die Softwarefirma Techsmith mit den Programmen Camtasia Studio und Snagit und Fontshop, alles zum Thema Schriften und Bilder. Ja, ich sitze hier bei Lukas de Groot, einem Schriftdesigner, und wir haben ein paar Fragen zu seinen neuen Office-Schriften. Lukas, vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen, unseren Zuhörern. Hallo, ich bin der Lukas und ich mache Schriften. Ich habe hier eine kleine Firma mit noch ein paar Mitarbeitern und wir erstellen Schriften in Auftrag von großen Kunden für Corporate Design Projekte oder auch für kleine Projekte, für Zeitschriften und so weiter. Weiter haben wir eine eigene Herausgeberei, Lukas Fonds. Und man kann also unter die Marke Lukas Fonds Schriften lizenzieren für alle möglichen Zwecke. Das heißt, Du machst auch Anpassungen an Schriften, die es schon gibt, aber dann speziell an Kundenwünsche angepasst. Genau. Mhm. Viele unserer Zuseher fragen, ich fange mal einfach mit den Fragen an, viele unserer Zuseher fragen, was ist eigentlich zum Beispiel der Unterschied zwischen der Arial, einer alten Microsoft-Systemschrift, und der Calibri, der neuen Schrift, die du ja gestaltet hast? Gut, die Proportionen sind natürlich ganz anders. Die Arial, die ist relativ rund und geschlossen, so ein C ist irgendwie, geht fast wieder zu. Auch so ein E, das geht fast wieder zu. Und die Spationierung ist relativ eng, die Buchstaben stehen nah zusammen. Mhm. Die Calibri ist dann etwas rhythmischer spationiert. Die ist ein bisschen offener, so ein C und so ein E sind nicht ganz so zu. Und wenn man ganz genau guckt, ein bisschen in größere Größen, wird man sehen, dass die Calibri abgerundete Ecken hat. Und nicht ganz so wurstig rund, sondern irgendwie so ein bisschen eckig rund. Und ja gut, sie ist natürlich viel hübscher. Ja, okay. Weißt du, was Microsoft überhaupt bewogen hat, neue Schriften mit dem Office 2007 bzw. dem Windows 2007 rauszubringen? Ja, all die früheren Windows-Systemschriften waren bestimmte Anforderungen zugeschnitten. Also die waren gedacht, um gut in Schwarz-Weiß zu funktionieren. Mhm. Und irgendwann hat Microsoft festgestellt, ja, in unserer neuen Darstellungstechnologie, so wie das unter der nächsten Windows-Version läuft, sind die alten Schriften zwar noch gut, aber nicht optimal. Das kann eigentlich noch viel besser. Und die Idee hinter dieser ClearType-Collection ist, dass das alle Schriften sind, die diese neue Darstellungstechnologie namens ClearType am besten ausnutzen. Und auch alle sehr gut geeignet sind, um längere Texte am Bildschirm zu lesen. Mhm. Das ist eigentlich die wichtigste Idee, lesen am Bildschirm soll damit gut gehen. Ah ja, aber man braucht dazu das neue Windows, um diese ClearType-Technologie zu haben. Ja, genau. Mhm. Okay. Eine weitere Frage, es gibt ja nicht nur die Calibri, sondern auch noch die Consolas, die ist auch von dir. Kennst du auch noch andere neue Schriften, die mit dem Office ausgeliefert werden? Oder vielleicht sagst du auch noch ein paar Worte zu der Consolas? Na gut, Consolas ist eine Monospace-Schrift, die eigentlich die Courier ersetzen sollte. Interessant dabei ist vor allem erstmal die Breite. Es ist so, dass die Courier relativ breit läuft. Die ist sozusagen, hat alte Schreibmaschinenschriften nachgeahmt. Da waren die Schriften immer so breit. Es gab natürlich auch Schreibmaschinenschriften, wo die dann condensed waren, so schmaler. Und diese Calibri ist ein bisschen zwischendrin. Die ist nicht schmal und nicht breit, sondern so, dass sie auch wieder fürs Lesen optimale Breite hat. Mhm. Und da war ich auch sehr froh, dass Microsoft das mehr erlaubt hat, die eigene Breite zu wählen und dass es nicht genauso wie Courier sein sollte. Ansonsten ist natürlich auch eine ganze Menge vetter wie die Courier. Courier ist eigentlich viel zu spitz zum Lesen. Und andere Schriften der Office, der neue ClearType, Schriften kenne ich eigentlich noch gar nicht so richtig gut. Ich habe noch gar nicht damit gearbeitet. Die haben alle ihre eigenen Anforderungen und ja gut, ich würde erstmal sagen, die sind alle vielleicht besser als die früheren Pakete. Und ich würde sagen, probiere es einfach aus, was euch gefällt. Okay. Weißt du denn, wer auf den Namen gekommen ist? Warst du selber oder hat Microsoft den Namen vorgeschlagen? Weißt du, wo er herkommt? Das war ein sehr langer Prozess.
Auf alle Fälle war es so, dass Microsoft alle Namen der ClearDrive-Fonts auch mit einem C anfangen lassen wollte. Mhm. Damit die auch alle ungefähr an gleicher Stelle in den Menüs auftauchen. Und na gut, ich habe selbst auch mehrere Vorschläge geliefert, Schnittnamen, die mit einem C anfangen sollten. Und das gab dann immer Probleme. Ja, ich hatte dann für die Calibri wollte ich dann Curva haben als Name, weil irgendwie wegen den Kurven überall. Mhm. Und dann rief gleich der russische Berater, rief gleich, nein, auf keinen Fall, weil das bedeutet Nutte auf Russisch und geht ja gar nicht. Und dann wollte ich irgendwie Klaas haben als Name mit ein A und das ging auch nicht. Und ich glaube, Consolas war tatsächlich etwas, was ich auch am Anfang schon benutzt habe. Aber letztendlich sind die Namen dann doch von Microsoft gekommen. Und ja, das ist sehr schwierig, weil das mit ganz vielen Rechtsabteilungen abgesprochen werden muss. Da muss geklärt werden, ob in keinem der Länder diese Namen schon belegt sind. Mhm. Und ob auch die Bedeutungen in alle Sprachen, so Griechisch, Kyrillisch, keine falschen Nebenbedeutungen hat. Also ich hatte eigentlich relativ wenig damit zu tun. Mhm. Okay. Ja, eine letzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest zur Verbesserung von PowerPoint, wie würde der aussehen? Naja, natürlich bessere Spationierung, aber ich glaube eigentlich, dass das jetzt mit dem neuen Betriebssystem auch schon verbessert ist, weil ja, früher war die Spationierung immer pixelgenau und jetzt mit dem neuen ClearType werden auch sozusagen halb und drittel und viertel Pixel zugelassen in horizontaler Richtung und ich glaube, dass damit auch das größte Übel von PowerPoint schon gelöst ist. Mhm. Und ja gut, ich bin selbst kein PowerPoint-Anwender, deshalb habe ich da auch noch nie Probleme mit gehabt. Und die Probleme, die es gab, die sind schon längst gelöst. Also ich würde sagen, happy PowerPointing. Okay, gut, ja. Dann vielen Dank für das nette Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit deinen Schriften. Noch ein paar Buchstaben. Im ersten Tutorial unserer heutigen Sendung stellt uns Axel Becker das Thema Typografie in Präsentation vor. Einschließlich, wie man Präsentationen mit Schriften weitergibt, wie man also die Schriften in die Präsentation einbettet. In diesem Tutorial möchte ich Ihnen Grundbegriffe, Regeln und Prinzipien der typografischen Gestaltung näher bringen und dazu ein paar typografische Todsünden zeigen und wie Sie sie vermeiden können. Fangen wir mit den Grundbegriffen an. Wir haben als Grundbegriffe, die ich Ihnen zeigen möchte, einmal den sogenannten Schriftgrad, das ist die Höhe, in der Sie auch später die Schriftgröße einstellen, die sogenannte Versalhöhe, die Höhe also der Großbuchstaben, die auch als Versalien bezeichnet werden, dann eine sogenannte Laufweite, das ist die Buchstabenbreite und vorne und hinten ein bisschen Fleisch, dass die Buchstaben nicht zu sehr aneinander kleben, die sogenannte Buchstabenbreite, das ist dann wirklich die Breite, die der Buchstabe komplett einnimmt, der Buchstabenabstand, die Lücke zwischen den Buchstaben und dann diese vier Linien, die Sie schon gesehen haben, die Unterlänge geht bis hier auf die unterste Linie. Die Grundlinie ist praktisch die Linie, auf der wir schreiben. Die Mittellänge ist die Linie, auf der die Kleinbuchstaben normalerweise aufhören. Und die Oberlänge, das bezeichnet Kleinbuchstaben, die etwas höher hinausgehen oder eben die sogenannten Versalien oder Großbuchstaben. Was macht man, um eine Schrift lesbarer zu machen? Man arbeitet mit verschiedenen Täuschungen. Erstens mit der optischen Täuschung. Das bedeutet hier, dass die waagerechten und die senkrechten Linien eine unterschiedliche Dicke haben. Die waagerechten sind immer etwas schmaler. Man arbeitet zum Beispiel auch mit dem Verschieben der Mitte von der geometrischen Mitte in die. Daneben gibt es die bewusste Täuschung. Man sieht auf den ersten Blick, dass hier unterschiedliche Strichstärken sind. Also hier zum Beispiel und hier ganz besonders. Die waagerechten und die senkrechten sind eben unterschiedlich. Und eine wichtige Sache, die Bögen, die die runden Buchstaben haben, gehen immer etwas über die Linie hinaus. Also hier geht das B, der Bogen geht etwas.